Freigemacht ist der Podcast für alle Human Design Freaks, die bereit sind, sich frei zu machen, sich aus den gesellschaftlichen Konditionierungen zu befreien und radikal ihren eigenen Weg zu gehen. Hey, ich bin Steffi Wilms und seit 2018 in meinem eigenen HD-Experiment und nehme dich hier mit auf meine Reise. Also, drück deinem Verstand das Popcorn in die Hand und übergib deinem Körper das Steuer für dein einzigartiges Leben, weit weg vom Mainstream. Bereit, wenn du es bist. Los geht's. Ha, es wird Zeit für eine neue Podcast-Folge, auch wenn es gestern erst eine gab. Das Thema ist gerade sehr präsent und dementsprechend merke ich einfach, wie es in mir rattert, wie sich in mir so individuelle, mutative Einsichten gerade kreativ generieren und das irgendwo hin muss und meine Kehle das ausgesprochen haben möchte. Und das Thema kam im Prinzip auf. Ich habe heute in meiner Instagram-Story darüber gesprochen. Ich war heute Morgen ein bisschen Instagram, ein bisschen rumgescrollt. Ich mache das eigentlich wirklich selten noch, weil, also vor allem auch nicht irgendwie auf irgendwelche Profile bewusst drauf zu gehen, weil ich einfach immer wieder merke, wie mich das verwirrt, wie mich das aufwühlt, wenn ich nicht bei mir bleibe. Oder eben auch ganz gewählt und bewusst schaue, welche Profile ermächtigen mich und wo habe ich das Gefühl, ich muss hier irgendwie also in irgendeinen Kampf eintreten, wofür ich ja gar nicht designt bin. Ne? Ich habe Motivation, Unschuld, ich bin hier, um mich einzumischen und in irgendeiner Form die Leute anzuführen. Ist auch gar nicht meine Absicht, sondern es ist ein, ich möchte aufklären, ja, mein 43-23 Kanal. Ich möchte Klarheit schaffen und ich möchte Mutation. Ich bin sehr individuell ausgeprägt. Ich möchte Mutation in dieser Welt. Ich will, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen wirklich einen wahrhaftigen Zugang kriegen zu ihrer Körperintelligenz, weil ich merke, wie sehr mir das in den letzten Jahren so beigetragen hat, mein Leben auf eine ganz andere Art und Weise zu führen. Auch eine Art und Weise zu führen, die ich niemals gedacht hätte, dass ich es so führe. Und ja, mir aber so viel Erfüllung, Befriedigung schenkt, ohne dass ich total reich bin und ohne dass irgendwie alles perfekt ist und mir jeden Tag die Sonne aus dem Arsch scheint, sondern einfach, weil ich sein kann und einfach, weil ich bereit bin, nicht mehr mein Leben in die Hand zu nehmen, sondern mich vom Leben an die Hand nehmen zu lassen. Das ist ein sehr entspannendes Gefühl, das ist ein sehr erleichterndes Gefühl, wenn man auch nicht mehr glaubt, man muss für alles irgendwie die Verantwortung übernehmen. Also nicht im Sinne von, dass ich nicht die Verantwortung übernehme, wenn irgendwas passiert, wo ich mit involviert war, sondern im Sinne von, ich muss mein Leben eben nicht mehr selber anpacken und initiieren und ich muss nicht mehr irgendwelche Ziele verfolgen und ich muss es nicht planen, wie mein Leben verläuft in den nächsten Jahren, sondern tatsächlich diesen Raum zu haben von, es ist hier und jetzt und das Leben ist auch nur hier und jetzt. Ich weiß nicht, was morgen ist. Es ist auch egal, was gestern war. Es ist jetzt dieser Moment und jetzt lebe ich und jetzt lebe ich und jetzt lebe ich. Und mit diesem Raum zu eröffnen, indem ich eben die Verantwortung für mein Leben an das Leben selbst abgegeben habe und an meinen Körper. Und es funktioniert nicht jeden Tag perfekt. Auch mein Verstand ist laut, meine Nicht-Selbst-Themen sind da und sie werden niemals gehen, I know. Aber es ist immer leichter und es erfüllt mich einfach immer mehr. So, also zum Thema, warum sind wir überhaupt hier? Warum dieser Podcast? Beziehungsweise warum diese Folge? Ich war, wie gesagt, auf Instagram unterwegs. Ach, da bin ich weggekommen. Manchmal biege ich einfach ab, aber meistens finde ich die Straße zurück. Also bei Instagram gescrollt und habe auf 2, 3 Profilen bin ich hängen geblieben und habe auf all diesen Profilen die Aussage gelesen, dass wir 5 Energietypen haben. Auf einem Profil sogar explizit die Aussage von, nein, es gibt nicht nur 4 Energietypen, es gibt definitiv 5. Der manifestierende Generator ist der 5. Energietyp im Human Design. Und dann habe ich in meiner Story und in meiner Telegram-Gruppe, in meinem Telegram-Kanal dazu einen kleinen Beitrag veröffentlicht, also dazu mal meine Meinung geteilt, dass wir aus der Originallehre heraus im Human Design von 4 Energietypen sprechen. Und wenn wir von Energietypen sprechen, dann geht es im Ursprung um den Aura-Typen, also die Aura des Typus.
Und aus der Aura ergibt sich die Strategie und die Signatur und das Nicht-Selbst. So. Und wir haben 4 Aura-Typen. Das ist so die Basis des Human Designs. Und der manifestierende Generator hat eben keine gesonderte Aura, sondern der manifestierende Generator hat die gleiche Aura wie der Generator. Er ist ein Generator mit einer Zusatzfunktion, das will ich ihm gar nicht absprechen. Ja, also der MG hat aufgrund seiner Motor-Kehl-Verbindung, die er ja nun einfach hat, die dem Generator fehlt, wobei uns ja allen nichts fehlt, aber ne, ihr wisst, wie ich meine, hat er einfach so ein bisschen Highspeed. Ja, der hat halt die Rakete im Arsch. Und ist dadurch einfach effizienter, schneller oft unterwegs als ein Generator. Aber wenn wir vom Energietypen sprechen, sprechen wir erstmal nur von der Aura und der Strategie. Und das ist beim Generator, wie auch beim manifestierenden Generator, die offene, umhüllende Aura. Und es ist die Strategie von Warten und Reagieren. Punkt. So, also auch der MG darf warten und reagieren. Und er hat eine Aura, die die richtigen Dinge in sein Leben zieht, auf die er dann reagieren kann, zum richtigen Zeitpunkt, nachdem er gewartet hat. So, also es hat ja nichts verändert in diesem Feld und dementsprechend ist es kein neuer Energietyp. Er ist ja anders als der reine Generator, so wie aber auch, ja, und das finde ich halt immer ganz wichtig zu erwähnen, wir sprechen ja auch beim Projektor, vom klassischen Projektor, vom Energieprojektor und vom mentalen Projektor. Das hört man tatsächlich nicht ganz so oft, aber eben genau in der Originallehre unterscheiden wir auch den Projektor ja nochmal untereinander. Und trotzdem spricht keiner davon. Der Projektor ist ein eigener Typ, der ist eh schon besonders. Ich glaube, damit hängt es auch zusammen. Der ist eh schon besonders, der Projektor. Da müssen wir nicht noch unterteilen. Die müssen wir nicht noch mehr besonders machen, so ungefähr. Der Manifestor ist ja sowieso besonders, der Reflektor gleich dreimal besonders, weil die gibt's ja so selten. Und dann kommt der Generator. Und der MG möchte halt auch was Besonderes sein und ich möchte es hier keinem absprechen. Wir alle, jeder von uns ist etwas ganz Besonderes, weil du, wie es dich da gerade gibt, dich gibt so nur einmal, ja? Also außer als Mensch gerade direkt mit dir zur gleichen Zeit geboren. Aber grundsätzlich gibt es dich so, wie es dich jetzt gibt, bist du besonders und bist du individuell und bist du differenziert vom Rest der Welt. Punkt. Und diese Thematik, ich glaube, wo der Hund so ein bisschen begraben liegt, ist eben, dass der MG oder diese, warum das überhaupt so aufgekommen ist, dass der MG eben ein eigener Typus ist, dass der Generator oft so ein bisschen als der langweilige Typus dargestellt wird im Human Design, also nicht im Human Design grundsätzlich, weil Ra hat immer davon gesprochen, dass der Generator das wichtigste Energiewesen auf unserem Planeten ist, weil ohne den Generator kann unsere Welt nicht erwachen, ohne den Generator kann ein Projektor, ein Reflektor und ein Manifestor seine Aufgabe gar nicht erfüllen. Das heißt, eigentlich sind wir Generatoren, haben wir eine wichtige Aufgabe für alle. So, aber was halt irgendwie oft passiert ist, weil es gibt ja so viele von uns, ne? Es gibt 70% Generatoren, ist langweilig. Ach scheiße, jetzt bin ich kein Projektor, kein Manifestor, kein Reflektor. Öde. So, jetzt müssen wir aber irgendwas Besonderes draus machen. Also haben wir den MG einfach gesondert hingestellt und sagen jetzt, und dadurch kriegt der manifestierende Generator eben wieder diese Besonderheit. Ja? Er kriegt einen eigenen Stellenwert, er ist eben anders. Jetzt haben wir nur noch die 37% langweiliger Generatoren und die anderen sind alle was Besonderes. Und ich finde es so schade, ich meine, ich bin Generatorin und ich finde mich gar nicht als langweilig und öde. Ich liebe mein Design sehr. Und ja, natürlich sehe ich einen Unterschied zwischen mir als Generator und einem manifestierenden Generator. Ich sehe aber genauso einen Unterschied zwischen mir als Generatorin und einem anderen Generator. Ich habe ja mit vielen Generatoren zu tun und keiner dieser Generatorinnen, Rinnen, oh Gott, es ist soweit, sind so wie ich, ja, also im Prinzip sind wir ja schon alle etwas Besonderes, aber, und das ist halt unser Verstand, der aus dem Nicht-Selbst des Egos herausspricht, wir wollen alle was Besseres sein als der andere, besser, höher, schneller, weiter, was auch immer. Und der MG ist halt schneller, der Manifestor ist besser, der Reflektor ist besonderer. Keine Ahnung, ja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist so der Nicht-Selbst-Verstand aus dem Ego heraus. Und gerade 65% haben ein undefiniertes Ego. Die können das besonders gut, aber glaub mir auch das definierte Ego.
liebt ja den Wettbewerb und dementsprechend, ne, machen wir mit unserem Verstand aus dieser Lehre irgendwie das, was uns gerade besser gefällt. Ja, und wir interpretieren da Dinge rein, die so vielleicht nirgendwo stehen, aber die sich einfach besser anhören. Ja, womit wir uns dann wieder zu was Besserem machen können. Und das ist die Gefahr, finde ich halt auch im Human Design, ne, dass wir da schnell auch irgendwas reininterpretieren und damit die Lehre auch einfach ein Stück weit verwaschen. Und deswegen ist mir so wichtig, hier auf diesem Kanal, also auf all meinen Kanälen, tatsächlich auch eben diese originale Lehre weiterzugeben. Weil woher kommt dieses fünfte Energietyp-Ding? Das kommt aus dem Pop-Up-HD, also wie auch immer wir das nennen wollen. Ne? Ich will das immer gar nicht so benennen, das hat immer irgendwie so einen blöden Namen. Aber es ist halt so diese New-Age-Szene, die besonders in der Social-Media-Bubble in den letzten Jahren entstanden ist, weil Human Design halt einen riesen Hype gekriegt hat. Und die jetzt versuchen, mit Human Design halt natürlich ihr eigenes Business aufzubauen und zu pushen und im Human Design halt einfach Dinge lesen, interpretieren, damit wir eben wieder besser werden, damit wir uns wieder messen können, damit wir wieder erfolgreicher werden, geliebter, was auch immer, sei dahingestellt. Wir machen aus Human Design damit im Prinzip wieder ein verstandesbasiertes Konstrukt, ja, mit dem wir wieder aus dem Verstand heraus etwas für uns initiieren können, anstatt diese Grundinformation im Human Design tatsächlich zu sehen. Die Grundaussage im Human Design ist, love yourself, no choice. Liebe dich selbst und du hast keine Wahl. Das ist Human Design in seiner Wahrheit und in seiner Tiefe. Und ich will hier nicht die Wahrheit für mich beanspruchen, ne? Also ich spreche natürlich auch aus meinem Design heraus und natürlich aus meinem definierten Ashna und Meinungen heraus. Von daher überprüft das natürlich immer für dich. Und das zum Beispiel fand ich auch bei Ra immer so sympathisch, dass er egal bei einem Reading oder von einem Kurs immer wieder gesagt hat, er ist nicht der Guru. Er ist nicht der Guru und er gibt diese Lehre weiter, so wie sie ihm übertragen wurde, ja, durch die Stimme damals. Und trotz alledem lädt er jeden dazu ein, das für sich zu überprüfen und nicht einfach blind zu glauben. Und überprüfen heißt, geh ins Experiment mit den Informationen, die du bekommst. Und schau, wie es sich für dich anfühlt. Und das ist genau das, was ich mir dann irgendwann erlaubt habe. Und es hat ein bisschen gedauert, ne? Also ich bin jetzt seit 5 Jahren im Experiment. Und die ersten 3 Jahre habe ich genauso Human Design natürlich auch gelernt. So, also ich bin in diese Instagram-Bubble reingehüpft. Ich glaube, damals hat es noch mit Facebook angefangen, keine Ahnung. Und habe dort von Human Design das erste Mal gelesen, wie man mit Human Design sein Business erfolgreich aufbaut. Und da bin ich reingesprungen und ich habe das aufgesaugt, weil mein Kopf, mein Verstand natürlich Antworten darin gefunden hat auf all die Fragen, die mein offenes Ego hatte, nämlich wie kann ich besser werden? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich erfolgreicher werden? Wie kann ich der Welt da draußen beweisen, dass ich jemand bin? Wie kann ich mir selbst beweisen, dass ich eine coole Sau bin? Dass ich schöner bin, dass ich erfolgreicher bin, dass ich reicher bin, was auch immer, ja, also das ist es, wie ich reingesprungen bin und es hat dann echt 3 Jahre gedauert, nur mit so kleinen Ausufern, also ab und zu bin ich dann doch mal irgendwie in die Originallehre eingetaucht und habe es dann wieder schnell losgelassen, weil das war mir, also nicht mir, meinem Verstand war das nicht gut genug, die Originallehre, weil, würde ja bedeuten, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, wie mein Leben aussehen wird. Das fand mein Verstand nicht so witzig, also habe ich die ersten 3 Jahre eben lieber das New Age HD gelernt und bin damit auch gleich losgerannt und habe das wieder anderen Leuten beigebracht. Und genau so sind diese Informationen, wie unter anderem, ist ja nur eine der vielen Mythos-Informationen, dass es eben 5 Energietypen statt 4 Energietypen, genau so kommt es in die Welt, genau so geht es rum, ist wie stille Post, ne? Der eine gibt es weiter zum nächsten und jedes Mal wird es ein bisschen verändert und am Ende kommt was ganz anderes raus. So ist dieser Mythos entstanden, in dem Menschen, die selber keine Ahnung haben, und ich schließe mich ein, ja, also ich will hier niemanden beleidigen, ich schließe mich selber ein, ich bin genau so losgelaufen. Und für manche ist vielleicht auch genau dieser Weg richtig und korrekt, erstmal über diesen Werdegang ins Human Design zu kommen, um dann irgendwann festzustellen, es braucht irgendwie doch eine andere Perspektive, aber auch das sei dahingestellt.
über diesen Weg, dass Menschen, die keine Ahnung haben, bei Menschen gelernt haben, die keine Ahnung haben, entschuldigt meine Bewertung an dieser Stelle, aber Menschen, die sich irgendwo was angelesen haben, in Blogs, in Büchern, und ich will nicht sagen, dass da alle nur Schund steht, aber die nie sich wirklich mit der Originallehre beschäftigt haben, die oft gar nicht wissen, was da im Internet kursiert, was ist denn da von Originallehre und was denn nicht, die dann aber dieses Wissen im Prinzip aufgesaugt haben und dann blind weitergegeben haben, ohne es zu hinterfragen, ohne damit zu experimentieren ganz oft, ja, also ohne das Wissen wirklich auf Körperebene zu benutzen, sondern nur mit dem Verstand, und rennen dann weiter. Und so tragen sich diese Informationen natürlich in die Welt, und mittlerweile ist es weit verbreiteter, ernsthaft, also wenn ich so rausschaue, es ist weit verbreiteter, dass es 5 Energietypen gibt als 4. Das hält sich so krass, dass das mittlerweile das neue Normal ist. Man sieht von 9 von 10 Human Design Accounts sprechen über 5 Energietypen. Und da ist einer, der sagt, es sind 4 Energietypen, so wie ich. Und der sagt, und da stehen dann alle und sagen, ja, aber es kann ja nicht sein. So. Das sind die Menschen, die sich eben mit dem Originalwissen, mit der Originallehre irgendwie beschäftigt haben. Ne? Also, das ist so dieses, was dann verwaschen wird. Der Punkt ist, dass durch diese Verwaschung irgendwie ja auch die Idee, die Ansicht entsteht, dass der MG insgesamt irgendwie was anderes wäre. Ne? Also da werden dann irgendwie Eigenschaften rein interpretiert in den manifestierenden Generator, die der Generator nicht hat. Da wieder die Thematik, wir finden im Energietypen nur die Information von Aura, Strategie, Signatur und Nicht-Selbst. Wir finden dort noch keine potenziellen Eigenschaften, Fähigkeiten. Die finden wir in den Zentren. Die finden wir in den Toren, in den Kanälen, aber nicht im Energietyp. Das ist erstmal nur diese Basis von, wie gehe ich in Interaktion mit anderen Menschen und dem Universum. So, das war's. Und dann wird halt rein interpretiert, aber diese Eigenschaften werden dann eigentlich schon eine Ebene tiefer erst betrachtet, oder die entstehen halt erst eine Ebene tiefer. Und was dann aber eben passiert ist, es werden nicht nur Eigenschaften reininterpretiert, irgendwann fragt mal einer so, aber warum ist denn dann irgendwie, was ist denn dann besonders am MG? So, also was verändert sich denn da? Und ich habe jetzt echt auch schon Sachen gelesen wie, der MG hat eine andere Strategie, der MG hätte, weil er, das ist übrigens die ganz, ganz, ganz ausgeklügelte Version, weil der manifestierende Generator ein eigener Typ ist, der aus Manifestor und Generator entstanden ist. Ne? Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Generator und Manifestor haben sich fortgepflanzt, keine Ahnung. So, und daraus ist jetzt dieser manifestierende Generator entstanden. Und deswegen hat der auch eine andere Strategie, nämlich der hat eine Verbindung der Strategie des Manifestors und des Generators. Der muss warten, reagieren und informieren. Völliger Bullshit. Jetzt an der Stelle gleich mal so als Spoiler. Das ist so nicht korrekt. Und was ich auch schon gelesen habe, wo ich mir die Augen schlackert habe, ist, dass der manifestierende Generator auch eine andere Aura auf einmal bekommen hat. Also der sieht jetzt anders aus, wenn man sich die Aura betrachtet. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und aufgrund dessen werden natürlich einfach Fehlinformationen rausgegeben. Ne? Jetzt ist da der MG, der jetzt hört, okay, ich habe eine andere Aura, ich habe eine andere Strategie, also ich muss jetzt warten und reagieren, und bevor ich dann aber losrenne, muss ich ja erst noch informieren, weil ich auch irgendwie ein bisschen Manifestor bin. Gleichzeitig darf ich aber auch initiieren, weil ich bin ja ein bisschen Manifestor. Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was sie ganz besonders dann finden, dieses so, oh, der MG freut sich, weil er ist dann mit dem Manifestor einer der einzigen Typen, der noch initiieren darf. Er darf nicht initiieren, der manifestierende Generator ist nicht hier, um zu initiieren, Punkt. Und er ist übrigens auch nicht hier, um zu informieren. Ja, das ist einzig und allein die Strategie des Manifestors. Und es ist eine künstliche auferlegte Strategie übrigens für den Manifestor. Während alle anderen Typen eine natürliche Strategie mit sich tragen. Ja, das aber an anderer Stelle. Aber das ist genau das. Und jetzt, was passiert ist halt, es gibt diese Fehlfunktion und das Experiment wird dadurch verfälscht. Ja, das Experiment kann nicht mehr richtig funktionieren, weil sie etwas versuchen zu sein und zu tun, was ihnen gar nicht entspricht. Und dann sind sie frustriert und wütend, die lieben MGs, und alle anderen sind schuld. So ein spannendes Thema. Ihr merkt, es wühlt mich auf, und zwar nicht im Sinne von, dass mich das ärgert, sondern weil ich einfach weiß, wie viel Liebe, wie viel Raum, wie viel Erlösung im wahren Human Design liegen kann, in der Begegnung mit dem eigenen Körper. Und durch dieses
verwaschen von irgendwelchen Aussagen, weil es einfach besser klingt, weil es sich schöner anhört, weil es besonderer ist, nehmen wir dem System ein Stück weit seine Magie und machen es wieder zu etwas, was der Verstand missbraucht. Das ist das, was mich so auffühlt und wo ich einfach merke, ich mag darüber gern aufklären. Ich habe aber abgelegt, irgendjemanden retten zu wollen. Also wer mich nicht danach fragt, so, und ich meine, dieser Podcast, den hörst du an, weil du es hören möchtest, aber, und wenn nicht, mach's aus. Aber ich gehe nicht draußen rum und missioniere. Wer mich nicht fragt, hört von mir nichts von Human Design. Aber das hier ist mein Raum, um auch einfach meine Gedanken frei zu lassen, in Worte umzuwandeln und so ein bisschen meine individuellen Einsichten auch zu teilen. Und ja, also, ich habe dann das heute in meiner Insta-Story gepostet, also eine kurze Erklärung dazu, ob es jetzt 4 oder 5 Energietypen sind. Und dass, wenn wir den manifestierenden Generator als Extratypen sehen, müssen wir eigentlich auch den Energieprojektor und den mentalen Projektor als Extratypen sehen. Und dann haben wir eben 7 Energietypen und nicht 4 und auch nicht 5. Aber da spricht halt keiner drüber und dementsprechend ist es an der Stelle für mich schon einfach nicht logisch. So, mein 1858 findet das nicht logisch. Während meine Individualität ja immer bereit ist, ne, Dinge zu transformieren und zu verändern und zu mutieren, aber auf Basis von Resonanz, von wahrer Evolution, von Wahrheit und nicht, weil der Verstand es gern anders hätte. So, auf jeden Fall habe ich das gepostet und auch in meinem Telegram-Kanal habe ich das reingegeben, diese kurze Erklärung von mir, und habe dann auch darunter darum gebeten, dass ich gerne in den Austausch gehen möchte darüber, wie die Ansicht von 5 Energietypen denn überhaupt zustande gekommen ist. Und also ohne es zu verurteilen, wer jetzt das so gelesen und gelernt hat, dass es 5 Energietypen sind, der ist ja dann von mir aus auch überzeugt davon. Aber wo kommen, also welche Gedankengänge sitzen dahinter? Und darüber wollte ich gerne in den Austausch gehen. Es hat auch ganz toll funktioniert. Also es haben einige dazu auch ihre Gedanken aufgeschrieben und sind in den Austausch mit mir gegangen. Und dann kam unter anderem eine Aussage, die mich dann auch wieder total bewegt und berührt hat. Nämlich, dass an irgendeiner Stelle davon gesprochen wurde, dass die 4 Energietypen aus der alten Human Design Lehre kommen und die 5 Energietypen jetzt im Prinzip eine Weiterentwicklung werden, aus der neuen Human Design Lehre kommen. So, da war jetzt für mich schon wieder, wo ich gedacht habe, okay, was machen wir jetzt mit dieser Information? Meine Frage, wer hat denn das neue Human Design geschrieben, bestimmt, entworfen? Welche Stimme hat zu wem gesprochen, um ein neues Human Design System oder eine Veränderung des Human Design Systems in diese Welt zu bringen? Weil wenn wir wirklich in die Originallehre eintauchen, wie gesagt, ich lerne seit 2 Jahren wirklich ausschließlich bei Lehrern, die aus der Originallehre kommen, also die von der IADS geschult worden sind, die Bara selber gelernt haben. Ich lerne über die Kurse von Ra selber, die man im Jovian Archiv alle kaufen kann. Ich lasse mich nicht mehr verwirren von irgendwelchen Aussagen, die ich nicht nachvollziehen kann, wo sie herkommen. Ja, also sie mögen ja richtig sein, aber wenn ich nicht nachvollziehen kann, wo sie herkommen, dann schaue ich immer noch mal, wo ich das nachlesen kann, in den Originalunterlagen. Und wenn ich all diese Originalunterlagen anschaue, egal ob von Ra selber oder eben auch von den heutigen Human Design Lehrern, die von Ra ausgebildet wurden oder von Schülern von Ra wiederum ausgebildet wurden, und es gibt ja originale Schulungsunterlagen für Human Design von der International Human Design School, und es gibt eben ja, wie gesagt, auch die Originalunterlagen von Ra selber. Es gibt Human Design Bücher, die offiziell von Original Human Design Lehrern geschrieben wurden. Und egal, wo ich hinschaue, egal, was ich da lese, vor allem, wie gesagt, auch die Original Schulungsunterlagen, es gibt keine neue Human Design Lehre, in der steht, dass es 5 Typen heute sind und damals mit 4 Typen gestartet wurde.
Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer in dem Fall, denke ich. Wer hat denn jetzt das neue Human Design auf diese Welt gebracht? Und wo kommt es her? Nicht aus dem Original, weil dort steht immer noch überall, auch in den überarbeiteten Schulungsunterlagen, steht, wir haben 4 Auratypen, Energietypen. Ja, Auratyp, Energietyp, gleich ist das Gleiche. Und wir haben ja eine Unterscheidung innerhalb dieser Energietypen beim Generator zwischen dem reinen Generator und dem manifestierenden Generator. Und wir haben die Unterscheidung in den Projektoren zwischen dem Energieprojektor und dem klassischen Projektor und dem mentalen Projektor. Aber es macht sie nicht zu einem neuen, anderen Energietypen, sondern es ist eine Unterscheidung, die innerhalb ihres Designs aufgrund ihrer Zentren stattfindet. Ja, dadurch kriegen sie einfach nochmal Special Effects, aber sie sind und bleiben Projektoren und Generatoren und haben eben auch diese Aura und diese Strategie. Und dementsprechend ist mir nicht ganz klar, wo die Unterscheidung ist zwischen neuem HD und altem HD. Es gibt das, in meinen Augen, das Original Human Design und es gibt das New Age, Pop-Up, Schwarzmarkt, wo auch immer, Human Design. Ja, das so ein bisschen die Informationen nimmt und sie an anderer Stelle wieder zusammenfügt und dort was rausnimmt und hier was hinzumacht. Und all diese Dinge sind in meinen Augen halt einfach vom Verstand erschaffen, weil der Körper fängt nicht an, in so einem System rumzuwühlen, sondern prinzipiell ist es ja die Lehre des Körpers. Und gerade der Energietyp ist ja hier wirklich ein wichtiger Part, um zum Körper zurückzukommen, weil hier kriegst du deine Strategie und deine Strategie ist First Step, um überhaupt wieder anzukommen in deinem Körper. Ja? Warten, meine Strategie, warten und reagieren und warten kommt vor reagieren. Warten war mein First Step. Es war das, was mich definitiv am meisten herausgefordert hat und auch heute noch herausfordert, aber es war das, was mich, es ist das, was mich wirklich in meinen Körper zurückbringt. Warten. Dementsprechend ist eben dieser, obwohl es nur die Spitze des Eisbergs ist, die Energietypen, ist es aber einfach eine der wichtigsten Informationen. Und die halt zu verschmieren, ist halt nicht immer von Vorteil, weil dann verfälscht sich das Experiment in irgendeiner Form. Und ich glaube halt einfach, dass wir bei gewissen Lehren, und das ist ja auch wie mit den alten Lehren von den Chinesen, von den universellen Gesetzen, keine Ahnung, wir können die ja nicht einfach umschreiben, die sind ja da. Ja, und sie geben uns Informationen, die das Universum für uns bereitgestellt hat. Und dann ist Human Design ja noch nicht mal irgendwie was Spirituelles, ja, wo wir vielleicht irgendwas Neues reininterpretieren können, intuitiv irgendwie, sondern es ist ja eine Mechanik. Es ist eine Formel für dich und deinen Körper. Es ist Physik, es ist Biochemie. Ja, da ist nicht spirituell. Da ist nicht, ich kann da mal ein bisschen drin rumfuchteln, sondern das ist wie eine mathematische Formel für dein eigenes Leben. Und du kannst die Formel nicht einfach abändern. A² plus B² ist C². Punkt. So, und du kannst auf verschiedenen Wegen, ja, diese Formel lösen, aber die Formel bleibt die Formel. Und das ist im Human Design halt auch so. Human Design ist eine Erklärung deiner Mechanik. Und wir kommen dann daher, wir Menschen, die mittlerweile ein größeres Ego haben, als ihr eigentlicher Körper eigentlich ist, die meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und sie wären die Schöpfer des Universums und sie wären ja hier sowieso die Kings auf diesem Planeten. Kommen daher und verfälschen alles. Und ich finde es manchmal auch ein bisschen, ja, also Human Design ist für mich etwas, was mich sehr demütig macht, weil es mich eben genau daraus bringt, zu glauben, dass ich in irgendeiner Form etwas Besseres wäre oder irgendwie einen besonderen Stellenwert auf diesem Planeten hätte. Und gleichzeitig lässt sich mich aber auch wieder die Besonderheit in mir sehen. Ja, diesen einen Teil im großen Ganzen, den ich einnehmen darf. Ohne dass ich dafür ja auch noch aktiv irgendwas tun muss, sondern ich darf mich zurücklehnen in meinen Körper und dann bin ich das, was ich sein soll. Und ihr merkt, es wird schon ruhiger in meinem System, das ist genau diese Thematik. Ich muss die Dinge einfach manchmal aussprechen, um wieder Ruhe reinzubringen für mich. Und dann kann ich das loslassen und dann ist das fein, egal was andere Menschen damit machen, was sie mit der Information machen.
Aber es ist einfach Raum schaffen für meine Gedanken in dem Moment. Und ich will dich nicht überzeugen und ich will auch nicht, dass du mir glaubst, mir blind glaubst, sondern wozu ich wirklich einladen und auch anhalten möchte, ist, egal wo du gerade stehst, nutze wirklich mal die Originalinformation im Human Design und schau, was es für einen Unterschied für dich macht. Und ich weiß, dass es für viele nicht einfach ist. Wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon selber erwähnt, das war am Anfang für mich so, mein Verstand findet das irgendwie nicht so cool wie das andere Human Design, deswegen mag es das nicht. Aber was ich feststellen durfte ist, ich bin in den letzten 2 Jahren so viel tiefer gekommen, so viel mehr in Verbindung gekommen als mit meinem Körper, als in den 3 Jahren zuvor, als ich alles versucht habe, mit dem Verstand zu durchkauen und zu nutzen und mir nur die Informationen rausgezogen habe, die irgendwie, ja, die mir was bringen, die ich gut finde, und alles, was ich blöd fand, habe einfach unten unter den Tisch fallen lassen. Und so passiert natürlich eben auch Pop-Up-HD, indem wir mit dem Verstand raussuchen, was für uns gefällt. Wo liegen denn die Vorteile in meinem Design? Was kann ich aus meinem Design herausziehen? Und überall, wo in Anführungsstrichen Nachteile, ne, ist ja nur eine Bewertung deines Verstandes, überall, wo Nachteile, Schatten, Herausforderungen liegen, das kehren wir mal unter den Teppich. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wenn wir die Potenziale nutzen, dann werden sich die Schatten auch nicht mehr so zeigen oder nicht selbst themen. Und deswegen ist es hier, diese Folge, meine Einladung an dich wirklich, wenn du wirklich, wirklich in dieses Experiment einsteigen möchtest, wenn du wirklich, wirklich zurückkommen möchtest in die Verbindung zu deinem Körper und wenn du wirklich, wirklich bereit bist, das Leben zu leben, was für dich vorgesehen ist und nicht mehr das, was dein Verstand dir versucht zu erklären, was richtig für dich wäre, dann beschäftige dich mit den Originalunterlagen. Und wenn du Englisch nicht gut verstehst und nicht die Originalunterlagen von Ra selber studieren kannst, dann such dir einen Lehrer, der dich in der Originallehre schult und begleitet. Und der dir keine Hätte-wäre-wollte-Aussagen gibt und der dir das nicht schönredet, weil Human Design schönreden funktioniert nämlich auch nicht, sondern der dir ganz klar das gibt, was in deinem Design steht. Weil da liegt die Magie, da liegt der Raum von Erlaubnis. Das ist das, was Human Design mir insbesondere in diesen letzten 2 Jahren wirklich geschenkt hat, ist ein Raum, eine Ebene purer, tiefster Annahme und Erlaubnis von dem, was ich wirklich bin. Und ich nicht mehr irgendwas von mir abtrennen muss oder ablehnen muss, weil mir da vielleicht was fehlt. Und fehlen immer in Anführungsstrichen, ne? Uns fehlt ja nichts. Aber weil ich da vielleicht keine konstante Energie zur Verfügung habe. So. Und genauso wenig muss ich Energie, die in mir konstant da ist, nicht mehr unterdrücken. Ich darf einfach sein. Und das zeigt sich mir aber auch, indem ich halt einfach meinem Körper folge. Nicht indem ich das bewusst versuche umzusetzen. Ne? Nicht indem ich sage, ich habe eine definierte Kehle, deswegen muss ich jetzt irgendwie jedem was erzählen. Ich habe diesen Podcast nicht ins Leben gerufen, weil ich eine definierte Kehle habe. Und dazu da bin zu sprechen, sondern der Podcast ist entstanden, weil mich eine Kundin danach gefragt hat und mein Sakral völlig ausgerastet ist. Obwohl ich vorher schon 3, 4, 5 Mal darauf angesprochen wurde, dass ich doch einen Podcast machen sollte, so viel wie ich rede. Und ich immer ein Nein hatte in meinem Körper, sich immer nicht gut angefühlt hat und es natürlich für meinen Verstand eine super Verkaufsstrategie gewesen wäre. Aber in dem Moment, wo damals ja noch gar nicht lange her, ne, letztes Jahr im November, glaube ich, diese Frage zu mir kam, da war es ein Feuerwerk in mir und es hat sich dann auch einfach innerhalb kürzester Zeit ist das hier entstanden und ich nehme jede Folge mit Freude auf und ich bin befriedigt damit und ich muss mich nicht dazu zwingen, eine Folge aufzunehmen und es ist genauso auch gut für mich, wenn ich 3 Wochen keine Folge aufnehme. Ich habe keinen Druck mit diesem Podcast, weil der Podcast keine Absicht hat. Der Podcast ist im Prinzip erstmal für mich, um ja mir meinen eigenen Raum zu kreieren, in dem ich sein kann. Und genauso funktioniert eben Human Design auch nicht mehr aus Strategien heraus, ne? Und ich meine jetzt nicht die Strategie deines Körpers, sondern Strategien aus dem Verstand heraus, irgendetwas zu erschaffen und zu kreieren, um erfolgreicher zu werden oder um besser zu werden, sondern deinem Körper das zu überlassen, was ist jetzt gerade dran? Wem kann ich folgen? Was kann ich kreieren? Was ist zu mir gekommen? So. Und das ist halt das, was mir in diesem Pop-HD oft fehlt, in dieser neuen Variante,
ist eben dieser Raum von purer Selbsterlaubnis und dieses, ich muss nichts mehr damit tun. Ich muss nichts mehr mit den Informationen in meinem Design tun, außer mit meiner Strategie und Autorität ins Experiment zu gehen. Und ja, der Projektor darf lernen, studieren, weil er sich erst erfährt über den anderen. Und es ist mega. Und trotzdem darf auch er vor allem auch seiner Strategie und Autorität folgen, wie eben auch der Generator. Und der Generator, das hat Ra auch immer wieder betont, erwacht allein durch das Befolgen seiner Strategie und Autorität. Der muss das alles eigentlich gar nicht wissen. Ja? Und wenn es dich ruft, klar, lernen. Aber der Generator braucht das Wissen nicht. Der Projektor schon. Der Generator braucht das Wissen nicht. Der wacht über den Körper. Und das sind halt Informationen, die fehlen mir in der neuen Human Design Lehre, wo auch immer sie herkommt. Und wie gesagt, da möchte ich einfach Einladung sein für dich, hinzuspüren, wo stehst du gerade, was ist wirklich auch der Wille deines Körpers, ne? Nicht der Wille deines Verstandes, sondern wo zieht's dein Körper hin? Wo zieht's dein Körper hin? Will dein Körper in die Erlaubnis, in die Entspannung, in das reinfallen lassen? Und ist dein Verstand einfach noch lauter und dann ist es okay, wenn du dich auch in dieser Pop-Up-HD-Welt noch bewegst und da noch alles aufsaugst. Ich verurteile das nicht, habe das jahrelang getan. Und irgendwann kommt der Tag, an dem sich das vielleicht ändern wird. Ja, und dann nochmal Einladung. Such dir einen Lehrer, der dir das originale Human Design wirklich vermitteln kann oder lerne direkt von Ra. Da geht so viel mehr Erlaubnis auf, mehr Tiefe auf, mehr Bewusstsein auf. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Dabeisein und vor allem dafür, dass du bereit bist, deine Einzigartigkeit zum Leuchten zu bringen. Ich freue mich, wenn wir uns auch auf anderen Wegen connecten. Folge mir also gerne auf Instagram unter Steffi Lives Her Design oder komm in meinen Human Design Telegram-Kanal. Alle Links findest du in den Shownotes unter dieser Folge und immer dran denken, bei Risiken und Nebenwirkungen folge deiner Strategie und Autorität. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Steffi. Thank you.